Routing-Geschichte habe. So, herzlich willkommen, liebe Leute, in diesem Livestream. Wie sollte es auch anders sein? Erstmal 30 Stunden lang Fehler beheben. Aber wie sagte einst der gute Shadox zu mir, ein Stream, der rund läuft, ist nicht von Fragnaht. Auf jeden Fall jetzt direkt mir hier die erste Quest angenommen, liebe Menschen. Wie starte ich das DLC? Du kriegst automatisch eine Quest. Und die Quest heißt, die Reiter kommen, empfohlene Stufe 51 bei mir. Könnte bei dir ganz anders sein. Ich weiß nicht genau, ab welchem Level das so geht. Gyaruptor hat es, glaube ich, auf 42 oder 43 gestartet. Und ja. Cassandra blickte einer neuen übermächtigen Bedrohung ins Auge. Eine furchteinflößende Organisation, die sich selbst der Orden der Ältesten nannte. Begib dich nach Potaidaia in Makedonien. Makedonien auf der Karte rechts oben. Ich war da kaum. Ja, es gab auch kaum Grund, da hinzugehen, um ehrlich zu sein. Hab mir das hier schön fürs DLC aufgehoben. Blend hier mal lieber die Fotos aus, damit ich nicht gespoilert werde. Ich würde sagen, dann geht's jetzt los, oder? Drücke E, um zur Kartenmarkierung zu gelangen. Hallo Menschen, hallo Effens. Hype auf DLC, sagt der Fabio. Schön, dass ihr auf jeden Fall alle da seid. Ist das Mic wieder weg, oder was? Was ist los? Weil da einer gerade wieder RIP Mike sagte. Ich höre mal. Nee, passt alles. Alles klar. Ich hoffe, ich kann hier durchreiten. Oh, nee, kann ich natürlich nicht. Hauen wir ihm mal einen Höchstleistungsangriff um die Ohren. Ich hoffe nicht, dass mein... Doch, es ist tot. Sieht aber auch in Tod schön aus. Es wäre cool, wenn du die Pfeile hier so an dem Pferd anzünden könntest. Geht natürlich nicht. Aber egal. AC Odyssey, jawoll. Leute, habt ihr Just Cause 4? Ich hab's auf jeden Fall. Muss sagen, es macht schon Bock. Vielleicht nehme ich mal ein anderes Pferd. Da muss ich auch nicht den ganzen Tag beantworten, wo ich's her hab. Nehmen wir mal das. Reicht hier nicht, verfügbar. Grüße gehen raus an die Tigerlarve 7. Guck mal da. Na, wir waren ein bisschen zu langsam, aber... Zum Dank können wir beide looten. Hat doch was, oder? Dann klaue ich dir das Pferd hier. Moin moin, finde das DLC nicht gut, weil fast nichts Neues. Ja, das ist immer, also meistens so. Bei dem ersten Assassin's Creed DLC war auch letztes Mal so. Ich weiß gar nicht, habe ich noch Fähigkeitspunkte? Nee, leider nicht. Todesschleier möchte ich auf jeden Fall mal skillen. Und das Lustige ist, die angeteaserten Fähigkeiten, hier waren nämlich noch mehr Fähigkeiten angeteasert, sind gar nicht da. Ja, die... sind wahrscheinlich dann locker fürs zweite DLC erst. Und wird uns jetzt vorenthalten. Das ist ja frech. Straße folgen können wir. Dann kann ich ein bisschen gucken, was hier so abgeht. Zockst du heute nur A7? Mal gucken. Muss ich schauen. Je nachdem, wie lange das auch dauert. Aber ich habe auf jeden Fall Bock. Hab gehört, das soll so 3 bis 6 Stunden auf jeden Fall laufen. Was ziemlich lang ist. Länger als ich erwartet hätte. Viel länger als ich erwartet hätte. Vielleicht haben sie auch so, ich sag mal, aus The Hidden Ones, dem Origins DLC gelernt. Könnte auch sein. Ich lerne dann jetzt mal für Spanisch. Ich lerne jetzt eine Runde hier Griechisch. Wobei in Makedonien, was spricht man da eigentlich? Arabisch? Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Du findest es schon irgendwie nice. Es ist schon echt ein geiles Spiel und du wirst ziemlich sicher so 50 bis 80 Stunden Spaß damit haben, wenn du RPGs magst. Ups. Der Miss ist real. Ich glaube, wir reiten jetzt einmal quer durch Makedonien, aber ist nicht schlecht, weil ich hier, wie gesagt, noch gar nicht so unterwegs war. Guck mir mal ein bisschen hier so auch die Landschaft an. Es ist ja schon ein Laubwald, Laubwald vor allem, ein herbstlich angehauchter Wald. Von dem viel Laub runterfällt. Die Skills sollen, glaube ich, erst 2. Episode. Das kann natürlich auch sein, dass wir pro Episode einen Skill kriegen, weil es 3 Skills sind. Das heißt, jetzt in der ersten Episode, ja, nur ein Skill. Darf ich dich anrufen, Diggi? Wer bist du? Ist der Abo-Button blau, wird man dich loben. Danke dir, fragt Khan. Freut mich sehr. Du machst die ersten Schritte, Ruin Peaks. Sehr gut. Hast übrigens immer noch das Assassin's Creed Logo drin. Da wird man dich auch für loben. Zumindest Ubisoft. Neue Bosse gibt es ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Griechisch sagt das Krustentier, spricht man dort. Das ist nice. Gut zu wissen. So Leute, ich bin echt durstig. Ich habe mir direkt zwei Getränke hingestellt. Einmal ein koffeinhaltiges Kaltgetränk und einmal ein Heißgetränk. Man kennt mich. Zwei Extreme immer. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Gegend hier. Hier habe ich ein bisschen was verpasst. Atmosphärisch ist das halt mal so gar nicht Odyssey-Style derzeit. Zumindest bei diesem Wetter. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn es heller Tag ist. Ich mag deine Stimme, danke dir, freut mich. Bekommen PS4-Spiele, das ist später. Eigentlich nicht. Also, Steam-Spieler kriegen das meistens später. Das kann ich dir mit relativer Bestimmtheit sagen. Die haben eigentlich immer Pech, wenn es so darum geht. Ach, machen wir mal kein Beef, oder? Lass lieber hier mit der Story schön anfangen. Hallo ihr Aktiven, sagt der Korypheus. Sehr nice. Soll ich mir das Game jetzt holen? Ja, klar. Wenn du Bock hast. Team Hellfish, Hallöchen. Ja, viel Spaß auf jeden Fall bei Just Cause. Ist ein super cooles Game. Macht auf jeden Fall Bock. Hier gönne ich mir die Abkürzung. Das sehe ich nicht ein, da den Umweg zu gehen. Gucken wir mal ein bisschen auf die Karte vielleicht. Haben wir schon viel aufgedeckt. Da ist ein Ort dort. Das gehört, glaube ich, gar nicht mehr zu Makedonien, oder? Ah, doch, gehört's. Lass uns erstmal hier noch diesen Außenposten holen. Gehört das auch zu Makedonien? Ja, gehört es auch. Da habe ich tatsächlich schon einen Punkt in Makedonien geholt, aber was soll's. Du hast dir den Season Pass gegönnt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Warum das Mannsweib? Also Cassandra meinst. Cassandra ist ja eigentlich Kanon. Ne? Das Buch wurde auch auf Cassandra geschrieben. Deswegen dachte ich mir, passt das besser. Wenn ich sie nehme. Wollen wir das machen? Ich weiß nicht. Nee, komm. So Standard-Content kennen wir schon. Lass lieber direkt zum DLC gehen. Los. Straße folgen, beenden. Das wollte ich nicht. Kann man den Fangzahnbogen schon mit... Du kannst den... Das ist doch der, den ich habe, oder? Oder ist das der Rankenbogen? Nee, Fangzahnbogen ist ein anderer. Welcher war das denn nochmal? Der... Ich glaube nicht, bin mir nicht so sicher, wo es den gab, ehrlich gesagt. Das Ziel kann nicht über die Straße erreicht werden. Hey, guck mal, was hier ist. Ist irgendwas drin? Zwei Schätze, da oben ist der Punkt. Gehen wir vielleicht erstmal hier rein, oder? Vielleicht gehört es aber auch zur Story. Könnte natürlich zur Story gehören später, jedenfalls. Holen wir mal die Torch raus. Oh, eine Falle sogar. Ein Skelett. Nice. Gucken, was das so sagt. Druckplatte. Die sind immer lustig, aber irgendwie bringen die nichts. Also, wenn die einen wirklich töten würden, dann wäre es mal interessanter. Ich bin bei der Cutscene aus dem Trailer. Ja, nice. Hast schon ein bisschen gezockt, oder? Ich habe gehört, dass es neue legendäre Dingens gibt. Keine Ahnung, Söldner. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber kann gut sein. Bester Stream EU. Danke dir, Korypheus. Dein Stream ist natürlich auch exzellent. Aber klar. Assassin's Creed Odyssey ist einfach nochmal der Content, der das i-Tüpfelchen auf den Stream setzt. Warte, Stream schreibt man nicht mit I. Der neue Skill braucht nur einen Skillpunkt und lässt durch die Attentate... Ja, ja, genau. Das tut er. Bedeutet, wir werden hier vielleicht ein bisschen Stealth-Gameplay machen, wer weiß. Bester Bogen ist immer noch der Rankenbogen eigentlich. Könntest wahrscheinlich auch einen ähnlich guten Epic-Bogen rauskriegen. Warum ich nicht mehr... so viel Red Dead bringe, ist sehr einfach. Ich finde Rockstar echt frech, was Red Dead Online angeht. Es ist relativ schlecht. Ich weiß, damit werde ich wieder sehr viel Antipathie ernten, weil ich was gegen Red Dead sage, aber es ist nun mal meine Meinung. Ich finde, mit Red Dead Online haben die sich echt was erlaubt.
und 8 Jahre Entwicklungszeit für diesen Modus nicht. Für das Grundspiel, ja, das ist fantastisch, Red Dead 2. Aber Red Dead Online ist dermaßen daneben, meiner Meinung nach zumindest. Da gehe ich einfach nicht mit. Und momentan hat mir das so ein bisschen den Spaß geraubt. Irgendjemand hatte mal ausgerechnet, wie lange du irgendwie brauchst, um das beste Pferd zu farmen. Da brauchst du irgendwie 75 Stunden oder so für. Das ist schon hart. Oder du kaufst es dir halt für Geld. Ja. Ich darf mich hier nicht erwischen. Deswegen. Was sagst du gegen a Red? Ja, ja, der Joke. Bei wird nur die Attentäter fallen, nicht die zwei anderen. Ja, ja, genau. Die zwei anderen sind noch nicht da. Wahrscheinlich vorhin die Vermutung auch, dass das erst mit den... So, sind wir jetzt da? Wir hätten auch hierhin fahren können mit dem Schiff. Das wäre episch gewesen. Wir helfen jemandem beim Umziehen. Jetzt hören wir hier mal zu. Was denn? Der Kerl hat eine Menge Kram. Arbeit ist Arbeit. Und ein paar Drachmen extra haben noch keinem geschadet. Manchmal verdienen selbst die einfachsten Dinge unsere Aufmerksamkeit. Das hier hat meine Aufmerksamkeit sehr viel mehr verdient. So. Sagt mir mal gerne, wie ihr es findet, wenn ich nicht die ganzen Cutscenes durchlaber, sondern mich so ein bisschen in den Hintergrund dann bewege. Brennende Leute sind auf jeden Fall ein guter Start für ein DLC, muss ich sagen. Das hat auf jeden Fall meine Aufmerksamkeit erregt. 25 Euro für 4 Stunden Gameplay oder wie lange geht der DLC? Er wird ungefähr 3 bis 5 Stunden gehen, also insgesamt so 9 bis 15 Stunden, je nachdem wie du es auskostet, wie langsam du spielst, ob du mal stirbst, so. Sie wollen töten. Guck dir das an. Warum unschuldige angreifen? Sperrgebiet. Der Boy, ja gut, ich sollte nie wieder in den Nahkampf gehen, habe ich beschlossen. Das war ein Fehler. Schnell weg hier. So. Befreie die Dorfbewohner. 0 von 3. Also ich finde, optisch macht das schon mal ein bisschen was her hier. Es ist lustig, weil im ersten... Oh, da ist einer. Im ersten DLC von Assassin's Creed Origins ist man irgendwann auch durch so ein brennendes Dorf gerannt und musste Leute retten. Das weiß ich noch ziemlich sicher. Zumindest bist du da durchgerannt. Ich weiß nicht, ob du die alle gerettet hast. Aber es war kurz vorm Ende und nicht ganz am Anfang. Aber interessant, dass sie das hier genauso machen. Das Krustentier sagt, vielleicht kommen ja nach der Beta noch ein paar Änderungen, zum Beispiel Bohnenblau, ja. Das Ding ist, habe ich auch schon öfters gesagt, und da hatte ich auch jetzt noch neulich ein Video gesehen, ein anderer YouTuber, der es auch so sah, dass viele diese Beta als Ausrede nehmen, um keine Qualität abliefern zu müssen. Will ich jetzt erstmal nicht böswillig unterstellen, aber kann sein, dass die das nur Beta nennen, um eben so ein halb fertiges Produkt auf den Markt zu werfen. Naja, wie auch immer. Ist Jäger die beste Klasse oder warum spielt jeder diese Klasse? Also, bis dato war es sie auf jeden Fall. Bis dato vor ungefähr einem Monat, glaube ich. Dann kam ein großer Nerf. Und jetzt ist sie nur noch gut, würde ich sagen. Moin. Bei ihrem Lager wird auch Hilfe gebraucht. Ich habe das Spiel mal ein bisschen lauter gemacht. Perser? Könnt ihr mir gerne Feedback geben? Du? Oha. Du bist die Adlerfrau? Los! Dem Jäger wird es gefallen, wenn wir ihm deinen Kopf bringen. Du kannst es gern versuchen. Dich muss ich abschlachten. Du bist kleiner, als man sich erzählt. Die legendäre Adlerfrau. Ich hoffe, das trifft beide. Jo, natürlich. So witzlos. Aber irgendwie witzig. Wo ist denn der Leichnam jetzt, ehrlich gesagt? Hier? Ah, da. War nichts drin. Und der müsste irgendwo hier hingeflogen sein. Ist auch nichts drin. Schade. Trifft den Fremden im spartanischen Lager. Oh, ja moin, Feuer. Dann ab ins spartanische Lager, können wir auch laufen. Das mit dem brennenden Dorf ist, glaube ich,
Revelations? Nee, in Origins, im ersten DLC. Hallöchen, Flocky, du bist auch wieder da. Sehr schön, dass du da bist. Ja, wäre schön, wenn wir die Fähigkeit jetzt schon hätten, aber leider nicht. Machen wir mal eine Runde Icarus oder wie einige Nostalgiker ihn nennen, Senu. Nein, Spaß, ist natürlich Blödsinn. So. So. Und den auch. Oh, fuck. Ich meine natürlich Mist. Als ich das sagte. Schön. So macht das doch Spaß. Nochmal schön Olivenholz gönnen. Und mit dem Fremden sprechen. Adlerfrau. Grüße nach Marbella. Ich heiße Natakas. Die Perser erwähnten einen Jäger. Ja, ihr könnt noch so halb lesen, was da steht, ne? Woher kennen die Perser mich? Ersteres. Den Namen sollte ich wohl kennen. Wenn er hier ist, sind wir erledigt. Ich kümmere mich um diese Leute. Der Elitekämpfer des Ordens kam hier durch und mit ihm der Tod. Er hinterließ Spuren. Ich werde ihm folgen. Alles klar. Hab Dank, Cassandra. Wofür? Dass du geholfen hast, als niemand anderes es tat. Natakas weiß uns zu wertschätzen. Das ist schon mal sehr sympathisch. Das ist übrigens mein selbst zusammengestelltes Outfit. Sieht ein bisschen gewürfelt aus, aber macht ja nichts. Hinweise gefunden. Sind wir gleich schon weiter. Wo sind wir überhaupt genau auf der Karte, liebe Leute? Hier, alles klar. Nicht weit gekommen. Ich habe immer zwei Hauptmissionen. Ist das normal? Könnte sein. Weiß ich leider nicht. Hallöchen, Tim. Auch schön, dass du da bist. So. Vielleicht kriegen wir hier ein paar Hinweise. Auf jeden Fall eine legendäre Leiche. Wenn sie sagt, weitere flussaufwärts, gucken wir vielleicht mal flussaufwärts, oder? Da habe ich irgendwas gehört. Ah, das war nur ein Olivenbaum, glaube ich. Ne, wir sollen wieder zurück. Machen wir mal ein paar Scans. Ups, das wollte ich nicht machen. Mit wem soll ich die Story spielen? Alexios oder Cassandra? Mit wem du möchtest. Ich empfehle Cassandra. Es ist aber sehr viel Empfinden und subjektiv, also... Ach, da. Sollten wir nochmal hin? Oder habe ich jetzt irgendwas vercheckt? Immer diese Suchaufgaben. Kennt ihr hier irgendwas? Da sind nur Gegner. Spüre den Elitekämpfer des Ordens auf. Also mein Gefühl sagt mir ja, ich muss hier lang. Ah, okay, stimmt sogar. Ja. Saubere Arbeit. Die Perser wurden eiskalt überrascht. Kann auf jeden Fall sein, dass die letzte Kriegerfähigkeit mit dem letzten Story Arc kommt. Das muss echt der richtige Weg sein. Das tote Perser? Ja. Einfach weiterlaufen. So, sind wir da? Grüß dich. Ah! Legendär, ey. Ihr wisst, wer es ist, oder? Auf Steam gibt es noch nicht. Das ist ein zeitloser Klassiker, dass Steam das nie pünktlich liefert. Wer bist du? Mein Name ist Blade. Hidden Blade. Unbekannter Angreifer. Ups. Erstmal eine Runde kämpfen gegen den unbekannten Angreifer. Und zwar... So. Ups. Das war ein interessanter Fight. Natakas, was machst du denn? Natakas, du wieder. Das ist dein Vater? Die Adlerfrau.
Wir müssen los, Natakas. Es kommen weitere Soldaten. Unser Versteck ist unter dem Felsbogen. Dort findest du uns. So. War's das? Ah, nee. Geht noch weiter. Wir haben auf jeden Fall jetzt... Aha. Ein schönes Intro. Das genießen wir jetzt nochmal. Vermächtnis der ersten Klinge. Episode 1. Gejagt. Doch die Frage ist, wer ist gejagt? Wir? Oder sie? Oder unsere Gegner? Das könnte auch sein. Ich weiß es ja nicht, Leute. Ich weiß es wirklich nicht. So. Jetzt haben wir ja auch nochmal den Chat eingeblendet. Das hatte ich ganz vergessen. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Ja, mir geht es auch super. Ich kann hier schön Assassin's Creed zocken. Ich hoffe, ihr seid da bei mir. Das ist auf jeden Fall ein entspannter Nachmittag, würde ich mal sagen. Ist ja auch noch sehr früh. Das heißt, ich hoffe, wir kriegen das heute auch noch durch, das DLC. Was heißt, ich hoffe? Es wäre blöd, weil dann ist es kurz, aber ich erwarte es nicht. Ach, guck mal. Es war tatsächlich diese Location, in der wir gerade waren, die das Versteck darstellt. Noch lauter das Game. Ist das jetzt ein Troll oder ist das ernst? Mach ich mal so. Das war nicht das erste Dorf. Der Orden tritt immer mehr in Erscheinung. Ein weiterer Grund, im Schatten zu bleiben. Und Unschuldige sterben lassen? Unschuldige haben ihr Leben verloren. Du kannst nicht alles allein regeln. So sieht's aus. Natakas weiß das. Wir müssen vorsichtig sein, Natakas. Das weißt du auch. Rennende Dörfer, Herse, die Spartiaten befehligen, von einem wütenden alten Mann angegriffen werden. Ich habe schlechte Laune. Antworten. Jetzt. Wie hast du Cassandra. Antworten. Jetzt. Willst du noch mehr Geheimnisse ausplaudern? Ja, bitte. Erzähl mir mehr von dir. Wer bist du? Wer bist du? Dareios. Dareios, zwing mich nicht, dir weh zu tun, oder ich werde mehr als nur das brauchen. Sind wir mal nett. Allein reicht mir nicht. Sie verdient es. Es gab schon immer Leute, die nur auf Macht und Kontrolle aus waren. Und dann gab es jene, die sich ihnen entgegenstellten. Und wozu gehörst du? Die gab es. Ich will dir eine Geschichte über den großen König Xerxes erzählen. Es war vor vielen Jahren in Persien. Jetzt kommt's. Eure Tode bedeuten nichts. Der Orden ist unaufhaltsam. Und all ihre Macht konnte dich nicht beschützen. Nicht vor mir. Seitdem sind sie uns auf den Fersen.
Krass. Das war schon der legendäre Xerxes-Kill, von dem Arya damals erzählt hat. Also, dass wir das direkt erfahren, hätte ich nicht gedacht. Aber dass es nochmal ein zeitlicher Rücksprung war, das war durchaus logisch und sinnvoll, weil... Ja, echt, ne? Der hat einfach so ein bisschen wie Bayek ausgesehen. War es natürlich nicht, aber mit der Schminke und so sah 1A aus wie Bayek. Ich schaue mir das später nochmal im Stream, Restream an und gucke mir das nochmal in Ruhe an. Aber ja, auf jeden Fall sah der so aus. Sagen wir mal, dass das unglaublich sei, oder? Jemanden, der so eine Geschichte erzählen kann. Danke dir übrigens, der King. Freut mich sehr. Ich erzähle sie auch nicht oft. Aber der Orden, er ist jetzt hier, brennt Dörfer nieder und schlachtet Unschuldige ab. Wonach suchen die? Es geht nicht um uns. Wir waren hier sicher. Der Orden der Ältesten hat unsere Fährte vor langem verloren. Nein, der Jäger jagt dich. Dich und deinesgleichen. Die Verdorbenen. Die Verdorbenen oder die Verborgenen? Du musst dich nun entscheiden. Bekämpfe sie oder verschwinde. Oder verschwinde. Wir verschwinden natürlich und wollen mit der Sache nichts zu tun haben. Dann ist das DLC vorbei und alles ist gut. Drücke B, um das Kultistenmenü zu öffnen. Könnte sein, dass ihr gespoilert werdet. Ich drücke es jetzt auf jeden Fall. Stolzes Löwen gucken wir uns gleich an. Ja. So. Jetzt haben wir hier nochmal den Orden der Ältesten im Kultistenmenü. Unentdeckter Magier. Das ist so ein neuer Strang quasi. Unentdeckter Ältester. Ja, schön. Was geht im Söldnermenü ab? Sind wir immer noch Rang 1. Im Questmenü haben wir jetzt tatsächlich zwei Quests, zwei Stränge. Einmal der Orden der Jäger. Ja, das ist eigentlich nur der Kill dieses Zweigs. Und einmal mehr Fragen als Antworten. Keine Ahnung, was das genau ist. Schauen wir uns auf jeden Fall mal das neue Schwert an. Wie hieß es nochmal? Stolzes Löwen. Attentatsschaden, Adrenalin pro Hit und eiliges Attentat trifft einen weiteren Feind. Zusammen mit der Fähigkeit Todesschleier natürlich interessant. Eiliges Attentat war rasches Attentat, meint er, glaube ich, oder? Ich glaube, es heißt rasches Attentat und sie haben den Tooltip falsch beschriftet. Kommt vor. Das ist auf jeden Fall das Schwert. Werde ich jetzt erstmal nicht zocken, glaube ich. Weil ich es nicht brauche, aber ja, ist so eine coole Waffe. Noch mehr Leute zum Umbringen. Ja, bestes Leben auf jeden Fall, oder? Macht auf jeden Fall bestimmt Bock, hier nochmal ein paar Kultisten wegzumachen. Das habe ich immer ganz gerne im Hauptspiel gemacht. Und ja, ach, Sachen kaputt machen brauchen wir jetzt nicht. Lass uns einfach eine Quest machen, sprich mit Natakas. Können wir direkt mal erledigen. Eben kam noch die Frage nach der Karte. So sieht die Karte aus. Ah, guck mal hier. Vermächtnis-Quest. Was ist das denn? Ansonsten machen wir mal so eine Vermächtnis-Quest erstmal, wenn wir direkt schon hier sind. Das klingt auch schon mal richtig spannend. Vielleicht... Also, meine Vermutung ist, es könnte sein, dass wir dann die Zeit zurückreisen und als Dareios selbst handeln. Könnte ich mir vorstellen. Mal gucken, was das jetzt wirklich sein soll. Oder nicht? Nee, anscheinend doch nicht. Schade. Okay. Das ist ganz schön weit weg, diese Quest. Dann lass doch erstmal zu Natakas. Und diese mehr Fragen als Antworten Hauptquest machen. Ja. Vermächtnisquest, keine Ahnung, was das dann genau ist, aber mal schauen. Das Schleierattentat, das lässt einfach nur quasi die Leichen verschwinden. Nicht nur quasi, sondern lässt sie verschwinden. Nachdem du mit einem Attentat gekillt hast. Klar wusste ich, Pandora. So. Hier einmal zu Natakas, dem alten... Hype, 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 sagt der Tonga. Was
Herzlich willkommen, Atzentonga. Auch ein super YouTuber, mit dem ich schon öfters gestreamt habe. Schaut auch gerne mal auf seinem Kanal vorbei. Was machst du denn hier? Den Live-Chat verschieben. Ich dich fragen. Hast du einen Vorschlag, wohin? Mir dabei, meine Gedanken zu ordnen. Gleich hier? Du jagst gern. Ja, es gibt hier meistens Hirsche. Du wirkst nicht wie ein Jäger, Diggi. Rettest du Leben. Endest sie nicht. Na, Takas. Nun, ich sehe kein Problem, wenn man es ausgewogen und mit Respekt vor dem Tier tut. Ein schöner Gedanke. Ich wollte gerade los. Willst du mich begleiten? Ich jage mit dir. Das wäre schön. Mal sehen, wie gut du wirklich bist. Wie viele Hirsche kannst du wohl erwischen? Alle. Finden wir es raus. Das ist die einzig logische Antwort. Dann wollen wir mal. So, Hirsche gejagt. Wie viele? Ups. Nein. So. Reicht das? Mal ein bisschen was geludet. Gibt's sonst noch ein paar? Nee. Okay. Ich bin leise. Was ist los? Gerne eine Art zu tun. Vertrau mir. Ja, Moritz, alle weg. Ah, guck mal, der Keiler. In Makedonien? Das sieht man selten. Köstlich. Ich liebe Wildschwein. Sei still, er wird dich hören. Mekkassandra. Wildschweinburger für 3,99. Ich kann es fast schmecken. Jage den Eber. Okay. Ich glaube, ich muss eine andere Skillung spielen. Es ist einfach zu trollig. Gekauft. Das macht alles gleich besser. Du bist ein guter Koch, Natakas. Gut genug für die Götter. Also auf Steam ist es noch nicht live. Das Familienrezept. Meine da kommt es meistens erst um 19, 20 Uhr, ist die Erfahrung. Wir sollten alle so genießen wie die Götter. Wir? Götter? Ich bin eine Göttin. Sprich nur für die alte Proletin Cassandra. Göttin. Den besten Döner gibt's bei Fragis Dönerbude. Jeder kann es sehen, aber niemand, nicht einmal du selbst, könnte es genau benennen. Mhm. So sieht's aus, Loverboy. Was in Makedonien geschah, kannst du wohl nicht hier bleiben. Ich weiß nicht. Wir laufen immer weg, seit ich ein Kind war. Meine Mutter fand immer einen Weg. Egal, ob am Straßenrand oder in einer Höhle, sie wärmte uns. Beschützte uns. Sie gab uns ein Zuhause. Dieses Gefühl werde ich wohl nie wieder haben. Tja. Ist sie tot? Sie starb vor Jahren. Außer du kaufst dir eine Leihmutter. Das war der Orden. Damals sah ich meine Schwester. Könnte man auch tun. Was ist mit dir? Mit deiner Vergangenheit? Zwei stimmt natürlich nicht, also eins. Ich hatte nie ein Zuhause. Ich musste immer für mich selbst sorgen. In der Hoffnung auf so etwas wie Geborgenheit. Ich habe sie nie gefunden. Doch mit Natakas wirst du sie finden. Wie auch immer. Ich glaube ohnehin nicht daran. Wir werden von der Vergangenheit geformt, aber nicht bestimmt. Komm. Ist keine Partnerbörse hier, das ist ein Game, wo man abmetzelt. Nächste Quest, bitte. Der Name, Fragnat, ist eine Abwandlung meines alten Gamertags. Du sagst, sie sind Perser? Dareios behauptet, König Xerxes getötet zu haben. Ha, das glaubst du doch nicht, oder? Ich glaube, das Barnabas. Der ist auf jeden Fall sehr zuverlässig und ehrlich. Diese Lüge wäre Dolos würdig. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Dareios sagt, dieser Orden sei hier, um mich zu suchen. In der Notiz war auch die Rede von anderen. Es gibt noch andere wie dich? Oh ja. Wenn ich ihm Glauben schenke, ja. Aber woher weiß ich, dass Dareios nicht für den Kult oder den Orden arbeitet?
Er hat doch gehört, dass du eine große Kriegerin bist. Hallöchen, Pepe. Für den Kampf gegen den Orden. Hallöchen, hallo. Wenn er nicht einer von ihnen ist. Die Frage ist doch, vertraust du ihm? Ich traue ihm selbstverständlich. Der ist ein Assassine. Er ist voller Rätsel, aber kein Lügner. Das klingt, als müsstest du zurück zu den Persern, wenn du wissen willst, was wirklich vor sich geht. Dareios verbirgt etwas. So viel ist klar. Dann sei vorsichtig. Sein Geheimnis könnte eine Falle sein. Ich werde so vorsichtig sein wie immer. Genau das macht mir Sorgen. Barnabas-Emoji wäre natürlich auch Bombe. Bislang gibt es das Idioti-Emoji, was auch legendär ist. Mir geht's super und selber. So. Mehr Fragen als Antworten. 55.000 EP. Mehrere Quests angenommen. Gucken wir erstmal hier vorbei. Ist das das brennende Dorf von vorhin? Oder ist das ein anderes brennendes Dorf? Nee, ist das von vorhin. Müsste langsam mal ausgebrannt sein. Tides der Stolze. Sonderbarer Name. Vielen Dank, Malakka. Ah, okay, das ist ein Schatz. Vermächtnis der ersten Klinge. Das war diese Wolfsquest. Nehmen wir das hier vielleicht nochmal an. Wenn wir schon mal da sind. Warte, hü. Da bist du. Bewegung. Wie wär's mit Red Dead rückwärts? Ja, muss ich mal schauen. Die Videos dauern halt immer ultra lange. Und dafür brauche ich einfach irgendwie Urlaubstag oder so. Weil in meinem normalen Tagesablauf, sage ich mal, kann ich das nicht unterbringen. Und noch anderen Content bringen. Das geht leider nicht. Hallöchen an alle, die noch dazugekommen sind. Zu dieser Runde Assassin's Creed Odyssey. Du hast es nach längerer Zeit mal wieder rein, nach langer Zeit geschafft reinzuschauen. Ja, schön, freut mich, herzlich willkommen. Du hast das Spiel wahrscheinlich noch nicht runtergeladen, wenn du die Quest nicht kriegst. So. Quatschen wir mit dem. Na, Takas. Dieser sture alte Mann, er sucht auf eigene Faust nach dem Jäger. Was denkt er sich? Er sagt immer, ich arbeite allein. Aber so wird er wahrscheinlich auch allein sterben. Er braucht meine Hilfe. Unsere Hilfe. Dareios tut, was er für richtig hält. So ist es. Es werden mehr mit den Jahren. Wir müssen ihm bei der Suche nach dem Jäger helfen. Also, was jetzt? Mein Vater folgt seinen Hinweisen. Aber ich habe meine eigene. Der Jäger befehligt seine Handlanger, während er versteckt bleibt. Wir müssen sie finden und sie zwingen, uns zu verraten, wo er ist. Das ist korrekt. Zeig mir, wo sie sind, und ich bringe sie zum Reden. Einer der Handlanger des Jägers rekrutiert Einheimische für seine Todeseinheit, um dich zu finden. Du musst wissen, dass ich das auch meinem Vater erzählt habe. Ich hatte auch eine Vertraute, die den Orden ausspionieren sollte. Sie wurde zuletzt im Sumpfgebiet gesehen. Ich suche dort nach ihr. Alles klar. Sind in dem Dorf Potidia viele Menschen. Gerade stand noch Dareios hinter ihm. Habt ihr das auch gesehen? Und jetzt nicht mehr? Naja. Ich weiß fürs Erste genug. Wir sehen uns in Potidia. Ältestenhinweis. Das heißt, wir müssen wieder ins Ältestenmenü. Und können den vielleicht schon aufdecken? Nee. Geht dem Hinweis nach, um die Identität aufzudecken. Alles klar. Dann schauen wir mal. Das ist am nächsten. Finde Dareios und sprich mit ihm beim Hof. Machen wir das mal. Moin Dareios, alles fit. Gefunden. Nur weil ich das wollte. Natakas sagte, du hättest... Freut mich sehr, Letizia. Was zum Jäger führen? Der Orden hat Pläne geschmiedet. Du willst den Jäger? Dann bleib und hilf mir, sie aufzuhalten. Ich höre. Einer der Handlanger des Jägers verantwortet die Rekrutierung für den Orden in Makedonien. Wenn wir ihn finden, haben wir eine Spur. Such nach Notizen, Nachrichten, Aufzeichnungen. So erfahren wir, wann das nächste Treffen ist. Und sei unauffällig. Unauffällig ist mein zweiter Vorname. Ich versuche leise zu sein.
Ich gehe zurück ins Dorf, um herauszufinden, wann das Treffen stattfinden soll. Nach der Festung treffen wir uns dort. Was ich übrigens wirklich genial fände, wenn der Dareios uns die Klinge irgendwann mal gibt. Ja, erstmal ein Selfie zusammen. Gut, ist jetzt nicht das Beste. Aber wenigstens stimmt der Winkel immer von oben, das Selfie. Ihr wisst Bescheid. Du bist schon in der Nähe. Ja, übertreib. Da erfunden. Gefunden. Boah. Eine fette Festung. Schön alles aufdecken hier. Ist uns egal. Dann lass uns mal dahin. Du tötest alle Wölfe. Nice. Da wünsche ich dir viel Spaß bei. Ich mache das dann irgendwann anders. Erstmal hier ein bisschen Story pushen, würde ich sagen. Roms. Da können wir, glaube ich, drüber klettern. Oder? Bin mir nicht sicher. Jo, können wir natürlich. Dareios meinte, ich soll unauffällig sein. Holen wir nochmal eine Runde hier unseren Lieblingsadler. Danach habe ich gesucht. Genau danach. Da ist noch einer. Den können wir eigentlich durch die Wand abschießen, aber wir könnten auch mal da hochgehen. Meine Attentate sind leider nicht so stark. Ups, das wollte ich nicht. Schnell Line of Sight. So. Jetzt wäre es wirklich cool, wenn wir diese Fähigkeit mit dem Attentat hätten. Und hier so ein bisschen Stealthy spielen könnten. Naja, wie auch immer. Ach, ich habe noch irgend so eine coole Quest gemacht. Neue Gravur, plus 20% mehr Schaden gegen spartanische Soldaten. Nice. Sieht aus wie die Klinge Bayek. Ja, das ist auch die, die Bayek später kriegt. Ne? Aya gibt sie ihm mit dem Kommi. Yo. Der gute alte Dareios hat damit den Big Baba Xerxes getötet. Das war zwar nicht ihr Wortlaut, sie hat es vernünftiger gesagt. Ist dein Ernst? Nein. Aber legendär, dass der Typ uns nicht entdeckt hat. Machen wir mal eine Runde Zeitlupe. Ups. Sogar mit Zeitlupe einfach den Schuss verkackt. Das gibt's nur bei mir. Sehr schön. Kommandant umgebracht. Ich weiß nicht, ob wir hier noch irgendwen one-shotten können. Wie das aussieht. Nee. Schade. Dann gehen wir mal weiter dort lang. Oh oh. Hey, wer ist da? Gleich mit dem Ghost Arrow. Können wir vielleicht beide töten, oder? Schade. Hier ist dieses blöde Geländer. Naja. Geschissen. Du hast deinen Ältesten getötet, sehr gut. RIP. Sehr gut. War noch einiges an Schaden. Das war der. Wurde das DLC schon angefangen? Ja klar, ich spiele gerade das DLC. Wo ist denn der Leichnam von dem? Ach, da hinten. Ewig weit weg. Schönen guten Abend, ja ebenso. Hallöchen, Leute. Manchmal wünscht man sich, man wäre unsichtbar. Auf jeden Fall. Aber dann wäre das Spiel viel zu langweilig. Und dann wünscht man sich das nicht mehr. Was? Der hätte eigentlich tot sein müssen. Naja. Machen wir es so. Gehen wir erstmal hier die Quest machen. Und dann können wir die Ortschaft hier abschließen, würde ich mal sagen.
Ah, es ist sogar nur ein Liebesbrief. Ich brauche dich. Orden der Ältesten. So, mal gucken, was wir da haben. Haben wir schon genügend? Enthüllen. Seid ihr bereit? Ich auf jeden Fall. In der Hand der richtigen Frau sind Männer nützliche Waffen. Sie labert. Orden der Jäger gibt den Elite-Perser-Gürtel mit 15% Kriegerschaden, 1% Chance auf Crit und 40% mehr Schaden, wenn die Zeit verlangsamt wird. Ah, das ist cool, weil die Zeit wird ja relativ häufig verlangsamt. Entweder mit einer entsprechenden Fähigkeit oder wenn ihr dodgt, ne, so mit der Leertaste, dann könnt ihr auch so ein Slow-Time herbeiführen. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich bin mal gespannt. Und man muss natürlich dann immer provozieren, dass die Gegner einen angreifen, damit man... Ups. Oh Gott. So, jetzt aber. Man muss immer provozieren, dass die Gegner einen angreifen, damit man eben diese Fähigkeit dann nutzen kann. Bin mal gespannt, wie sich das als nützlich oder eher weniger nützlich herausstellen wird im Kampf. Ich habe ja auf jeden Fall auf meiner Taste 2 sowieso so einen Slow-Time-Effekt. Den habe ich ja eben benutzt. Kann man gut benutzen auf jeden Fall, um dann 40% mehr Schaden zu haben. Speer des Achilles. Achilleus. Hier in dieser Festung. Ich weiß nicht, ob der hier immer ist. Und schon immer war. Aber wir gucken den uns auf jeden Fall mal an. Das nicht. Wo haben wir den denn? Dort. Jägerschaden, Speerschaden und Schaden mit der Fähigkeit Schussfolge. Plus Gravur. Das ist gar nicht mal so schlecht für einen Jäger, muss ich sagen. Speerschaden ist natürlich theoretisch ein Wasted Stat. Ich muss mal kurz gucken, was ich so habe. Kriegerschaden, Dolchschaden, aber 40% mehr Schaden bei Angriffen von hinten. Ich weiß gar nicht, das war neulich buggy und hat nicht mehr funktioniert. Vielleicht klappt es wieder. Und dann habe ich den noch. Jägerschaden, Adrenalin. Okay, der ist definitiv besser, aber kommt auf jeden Fall als Ersatz in Frage dafür. Was war nochmal sein Legi-Perk? Ach ja, Schussfolge, ja. Ist in Ordnung. Ist auf jeden Fall ein ganz guter Speer, den kann man benutzen, wenn man Jäger zockt. Muss man aber nicht. Daumen ist da. Danke dir auf jeden Fall für den Daumen und deinen Support. Kann ich hier durch den Zaun schießen? Nein, kann ich nicht. Oh Gott. Immer so in der letzten Sekunde moved er. Machen wir mal ein bisschen hier Melee Combat. Rip. Das ist eine schlechte Idee. Lassen wir das wieder und gehen in gewohnte Gewässer. Liken, liken, liken. Danke dir, Aceton. Freut mich. Vielen Dank für eure Unterstützung von diesem wunderbaren Projekt. Hey, bei mir startet der DLC nicht. Das ist komisch. Also, wenn du es wirklich installiert hast und auch den Season Pass hast oder alternativ eben das DLC gekauft hast, sollte es doch eigentlich funktionieren. Klingt nach einem kleinen Bug, ehrlich gesagt. Kann ich dir leider auch nicht helfen. Sonst schreib mal dem Kundensupport von Ubisoft. Für sowas sind die doch gerne da. Na, gerne vielleicht nicht, aber für sowas sind die da. Erstmal hier richtig schön looten. Ich brauche mehr Geld. Wobei geht. 1,1 Million passt. Aber es wird nochmal relativ teuer, hier alles abzugraden auf Level 70 dann später auch. Da spare ich schon mal drauf hin. So, in 96 Metern ist unser nächstes Ziel. Da ist nochmal ein Schatz. Kriegsvorräte sind da nochmal. Wo ist der letzte Schatz dort auch? Sehr gut. Dann haben wir, glaube ich, gleich alles erledigt, was wir hier erledigen wollten. Fragihausen. Genau, da wohne ich. DLC, wie teuer das ist, weiß ich nicht. Aber ich hatte neulich in meinem Community-Tab auf jeden Fall so einen Link gepostet zu Kinguin. Da gab es den Season Pass mit beiden DLCs für 20 Euro. Ich glaube, dass das weniger als halb so teuer ist wie normal. Weiß ich aber nicht genau. Müssen wir mal nachschauen. Ich habe mich jetzt erstmal nur mit den Inhalten hier beschäftigt und noch nicht mit dem Preis. Zeit, Dareus zu treffen, ist es. Oh, hier ist noch einer. Kuckuck. Es wäre schön, wenn so ein Attentat killen würde, aber ich bin leider Jäger. Das wird ein Spaß für mich. Da ist noch einer.
Ach, da. Der Dreck neben mir. Kuckuck. Würdest du das DLC weiterempfehlen? Kann ich noch nicht sagen, ehrlich gesagt. Dafür habe ich zu wenig gezockt. Weiß nicht, ob du den Stream zurückspulen kannst. Eine Zeit lang ging das bei mir nicht. So lange spiele ich auf jeden Fall erst. Und weiterempfehlen würde ich das wahrscheinlich, wenn ich so 5 Stunden gezockt habe oder schon durch bin, würde ich mal behaupten. Dann entscheide ich darüber, ob es nice ist. So, Kriegsverräter verbrennen. Und den Ort haben wir hier schön abgeschlossen. Hier ist noch die nächste Quest. Eine maritime Quest will ich nicht machen. Das ist die mit den Wölfen. Komm, lass uns die Wölfe mal machen, damit wir hier auf Stand kommen. So. Kann man zurückspulen. Sehr gut. Nice. Lohnt sich Just Cause 4? Auch dazu habe ich im Stream gesagt, gestern sogar, dass ich es nicht abschließend bewerten kann, weil ich es zu wenig gezockt habe. Ich habe Just Cause 4 irgendwie 2,5 Stunden gezockt. Es hat in diesen 2,5 Stunden richtig viel Spaß gemacht. Die Grafik ist enttäuschend schlecht. Aber ich kann nicht sagen, ob das ein super Spiel ist oder nicht. Es hat einfach kurz wirklich Fun gemacht. Fun vor allem. Spaß gemacht. Was ist hier? Da ist irgendwas. Finde und töte die Wölfe des Jägers. Ist das jetzt wirklich so weit weg? Hier ist noch irgendwas. Ah, da haben wir sie alle. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass wir gerade woanders hin mussten. Aber egal. Habe den Season Pass gekauft, habe nur die Quest nicht bekommen. Kannst mir vielleicht helfen? Also, nur kaufen reicht nicht. Du musst auch das Spiel patchen heute. Und falls du es auf Steam hast, dann musst du leider warten. Ja, Steam ist immer sehr langsam, was das angeht. Ich erinnere mich noch, Corypheus, mein YouTube-Kumpel, der hatte das mal bei Steam, Assassin's Creed Origins, und konnte dann erst irgendwie um 19, 20 Uhr das zocken. So, kommt her. Das war's. Nice. Nummer 1, Nummer 2, ein Bäumchen. Und da ist Nummer 3 direkt neben dem nächsten Baum. Haben wir sonst noch irgendeine Quest hier? Nö. Da wäre... Na, gehen wir erstmal dahin. Lass uns erstmal die Quest machen, bevor wir hier alle Orte machen. Und dann im Zweifelsfall dann doppelt an allen Plätzen sind. Zocken wir erstmal die Story, würde ich sagen. Die Grafik ist echt so schlecht. Also meiner Meinung nach ist sie nicht zeitgemäß, die Grafik von Just Cause 4. Ist noch irgendein Ziel in der Nähe? Irgendwas verpasst? Na los. Anscheinend habe ich irgendwas verpasst. Naja, wie auch immer. Könntest du den Chat wieder nach oben machen? Warum denn jetzt wieder nach oben? Geheimnisse der griechischen Welt. Das ist aber nicht die DLC-Quest. Das ist eine andere Quest. Hallöchen Jonas, schön, dass du da bist. Beziehungsweise am Start bist, wie dein Name vermuten lässt. So, Dareios. Geht. Wie ist es gelaufen? Ganz gut. Ich konnte dich bis hierher hören. Warum fragst du dann? Ehrlichkeit ist wichtig. Was hältst du davon? Sie sehen nicht nach Geheimbotschaften aus. Diese Notiz. Neue Fangzähne. Rekruten. Und blutende Ziegen? Ein Ziegenhof, wie dieser hier. Da findet das Treffen statt. Der Augen benutzt Ziegenblut in dem Eröffnungsritual. Mir hat das gar nichts gesagt. Dein Wissen um den Orden ist hilfreich. Was weißt du sonst noch? Ich weiß, dass das Treffen bald ist. Es gibt immer ein Locksignal. Da muss noch mehr in der Notiz stecken.
Der Teil mit den Motten und der Flamme. Wenn sie Ziegenhöfe nutzen, könnten sie hier gewesen sein. Suchen wir nach Hinweisen. Ja. Wo sollen wir anfangen? Genau hier fangen wir an. Bei diesen Heuhaufen. Ja, und? Moin, Kahn. Hier hat jemand Heu verbrannt. Die Flammen sind das Signal. Das kann nur bedeuten, sie kommen des Nachts zusammen. Wie Motten. Kann es auch nur. Ganz genau. Like moths to the flames. Es gibt in der Nähe noch einen Ziegenhof, jenseits der Brücke. Gut, dann treffen wir uns dort in der Dämmerung. Ich überlege gerade, ob ich meinen Bogen reskinnen kann. Also transmoggen. Das würde ich auf jeden Fall gern machen. Kasim, Arthur, du bist doch rechtzeitig da. Was heißt rechtzeitig? Du bist da. Ja. Machen wir mal hier so einen schönen draus. So ein Reflexbogen ist natürlich auch edel. Bogen des Hades, zeitlos und immer noch ein Klassiker. Das ist jetzt hier unser Rankenbogen. Boah, das... Also ich habe das Gefühl, der Rankenbogen ist mit einer der nicht schönsten Bögen des Spiels. Ich mag auch eher so schlichte Edle. Das hier scheinen noch andere zu sein, die ich noch nicht kenne. Der ist auch interessant. Hm, also ich tendiere ja zu dem hier. Ich nehme mal einmal den. Ja. Gucken, wie das so aussieht. Mal was anderes, so einen kurzen Bogen zu spielen. Verändert ja nicht die Effizienz oder Effektivität. Mist. Erstmal schön rohes Fleisch gegönnt. Wo wohnst du? Köln. Und du? Es gibt 3 Episoden. Hui. Ey, hier sieht nice aus. Schönes Kornfeld mal wieder. Kann man sich direkt hinlegen und schlafen. Ins Bett. Kuckuck. Der Alte hockt hier rum. Ich habe einen Beobachtungsplatz gefunden. Warten wir dort. Den Jäger wird diese Entwicklung freuen. Der Anwerber. Es gab einen Zwischenfall bei der Olynthus-Festung. Artabanos muss dahinter stecken. Ja klar, wer sonst? Eure Aufgabe ist es, die Adlerfrau zu finden. Aber wenn ihr mir beide bringt, umso besser. Ich nähere mich von der Seite. Lass sie nicht entkommen. Klären wir das selbst oder bleiben wir zusammen? Wir sollten uns nicht aufteilen. Du. Da ist er schon weg, der alte Artabanos. Habt ihr alle schon abonniert, fragt der Moritz. Ja, weiß ich nicht. Aber ich würde mich freuen für jeden, der ein Abo hier lässt. Eliminiere die Verschwörer. Können wir mal so machen. So ein Pfeilregen ist auch mal lustig. Ich habe den nur mit, weil ich den lustig finde. Ist nicht wirklich eine gute Fähigkeit. Wobei es immer drauf ankommt. Ist da noch einer? Können wir direkt den Tod bestätigen hier. Du wirst keine mehr Leid zufügen können. Töte die verbleibenden Handlanger des Ordens. Warum greifen die mich nicht an? Rams. Easy. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, Nico. Es ist ein super Spiel. Erstatte mir am See Bericht. Danke dir, Agorios. Freut mich mehr. Mega. Am See. Interessant. Du bist gegangen. Warum? Ich musste sicher gehen, dass du nicht zum Orden gehörst. Du traust mir immer noch nicht. Hast du nie meine Beziehung zum Orden in Frage gestellt?
Es stimmt, ich war misstrauisch. Du hast die Geheimnotiz direkt entschlüsselt und du kanntest ihre Rituale und Sitten. Ich weiß, du bist sauber. Und wir haben unsere Antworten. Laut Notiz ist der Jäger in der Nähe eines Sees. Ich muss noch anderen Hinweisen folgen. Und ich bin sicher, Natakas hat mehr für dich. Was immer Dareios verbirgt, ich werde es finden. Der Alte verbirgt auf jeden Fall irgendwas. Da ist jedenfalls noch ein Gegner. Ups. Startstärke haben wir schon auf 0 runtergebracht, oder? Auf jeden Fall sehr knapp, wenn nicht. Der Standort der Quest ist hier, mitten in Makedonien. Tremolos. Der Kopfgeldstifter mal wieder. Das gibt Geld und EP. Wie sieht es eigentlich aus mit den Ortschaften hier? Gibt es hier noch sonst irgendwelche schicken Orte? Hier gibt es auf jeden Fall mal noch eine Nachrichtentafel. Die sollten wir vielleicht mal aufsuchen. In Makedonien startet der DLC. Richtig, in Macedonia. Spielen wir was anderes als Jäger? Nee, immer Jäger. Alter Schwede, sehr gut. 200 Stunden gezocken, das lohnt sich. Hallöchen, Juppie, schön, dass du da bist. Der Juppie ist übrigens der beste Let's Player der Welt. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Hat auch einen super Kanal. Und bringt natürlich auch Assassin's Creed Content und auch Red Dead Content. Also sehr empfehlenswert. So. Hier sind einige. Mann, hier sind richtig viele Questziele. Sehr gut. Dann können wir uns mal hier ein bisschen austoben, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was hier damals war, als ich das erste Mal hier war, um ehrlich zu sein. Habe ich überhaupt nicht in Erinnerung. Huch, war ich gerade im Kampf? Und wenn ja, warum? Die Wölfe haben auf jeden Fall richtig Bock. Und sind sehr motiviert. Kann es sein, dass die irgendwie... Naja, wie auch immer. Der ist schon mal weg. Rip. Nimm mal ein paar schnellere Pfeile rein, glaube ich. Das Kurs 4 ist schon draußen. So. Was haben wir noch so hier? Da hinten sind noch einige. Und dort können wir richtig Rambo machen. Was muss man machen, um die Quest zu starten? Du musst sie einfach nur annehmen. Vielleicht hast du eine Level-Voraussetzung. Das kann natürlich sein. Das ist ein neuer Typ. Gucken wir nochmal hier mit... Hey, guck mal, die kämpfen. Sehr gut. Ich weiß nicht, wie schnell der Pfeil genau fliegt. Oh. Gut geschätzt auf jeden Fall. Hat gepasst. Und der Start ist jetzt auf jeden Fall angreifbar. Das sollte dem Jäger eine Warnung sein. Ich frage mich, wie er auf den Verlust seiner Schoßtiere reagiert. Das frage ich mich allerdings auch. So, die haben wir erledigt. Oh, nice. Fähigkeitspunkt, Leute. Alle Kultisten, ja, alle normalen habe ich. Dann holen wir uns direkt mal das hier. Dass die getöteten Gegner verschwinden. Ja. Legenden-Aim, ja, geht so. Glücks-Aim nenne ich es. Klassische Herausforderung, neue Tricks. Guck, Legenden-Aim war das nicht, das war nur Glück. Den können wir noch durch die Wand killen. Das ist ein Hündchen. Schau mal. Oh, ich dachte, das wird ein Doppelkill. Rip me. Was haut die jetzt ab, die Alte? So. Den Hund vielleicht noch töten. Also Hunde töten muss eigentlich nicht sein. Echt? Du bist ganz alleine? Nicht schlecht. Viel Spaß dabei wünsche ich dir.
Das hast du verdient. DLC, bislang macht Spaß. Also, ich kann nicht sagen, ob sich das lohnt. Macht Bock, das kann ich sagen. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Das Gebiet wird sicher exzellent verteidigt. Warum kann ich den nicht... Ist der noch lebendig, oder... Was ist los mit dem? Ich kann den nicht angreifen? Der gehört bestimmt noch zur Story oder so. Ist ja cool. Kannst ihn einfach nicht angreifen. Naja, was soll's. Shop klappt irgendwie nicht. Welcher Shop klappt nicht? Gibt's neue Ingame-Items? Das können wir auch mal nachschauen. I und dann T war das, ne? Und dann Pakete. Das sind die Klassiker, die es immer noch gibt. Bootsleute Paket A. Achso, okay. Ja. Jetzt nicht so geil. So. AC macht immer Bock. Ja, das stimmt. Muss ich dir recht geben. Also ich habe auch richtig Lust, irgendwie alle ACs durchzuspielen nochmal oder so. Aber leider keine Zeit. Ich bleibe wachsam. Ach, das war der Typ, den wir nicht killen konnten. Warum können wir den nicht töten? Das nervt mich so ein bisschen. Naja, egal. Die erste Klinge. Die erste versteckte Klinge sogar. Ja, moin. Den können wir auch nicht. Irgendwas ist hier auf jeden Fall was... Wir müssen hier 100 pro nochmal hin. Gehe ich von aus. Naja. Hast du den Flammenwerfer? Nee, habe ich nicht. Wahrscheinlich musst du erstmal ein bisschen Story spielen, um den zu kriegen. Ups, daneben, aber passt schon. So. Einfach in den Schuss gelaufen ist er. Haben wir hier noch was? Einen unentdeckten Ort. Lass den auch nochmal machen, oder? 200 Meter. Können wir noch machen. Bin gerade wieder richtig in AC-Laune. Das ist unglaublich, wie schnell das wiederkommt. So Bock darauf hast. Komm schon. Komm schon. Straße folgen? Keine Straße. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwie lang können. Vielleicht. Mal gucken. Guten Abend, sagt der Kambu. Hallöchen. Sorry, war weg. Also wann streamst du wieder Just Cause 4? Ja, muss ich schauen. Komm schon. Wenn ich Lust habe, würde ich sagen. Heute ist erstmal Odyssey hier angesagt. Aber freut mich sehr, dass du da Interesse dran hast. Vielleicht die Tage mal. Muss schauen, wie mein Zeitplan das auch zulässt. Momentan ist er relativ eng. Ey, guck mal hier. Das sieht ja cool aus. So ein halbes Dorf. Ah, das ist sogar der Ort. Amphiolis Bauernhof. Ich denke die ganze Zeit, dass ich hier 100 pro nochmal für irgendeine Quest hin muss und das nicht finishen sollte, aber... Egal. Da sind noch Silos, die man kaputt machen kann. Brauchen wir eigentlich gar nicht, weil wir die Startstärke schon komplett gesenkt haben. Also... So, jetzt verschwindet die Leiche. Legendär. Das ist ja mal genial. Ich würde sagen, wir machen das eine hier kaputt. Geht es kaputt oder nicht? Scheint nicht. Dann vielleicht nochmal hier so einen schönen Pfeil drauf. Das sollte jetzt aber mal geklappt haben, ja. Explosionspfeile, die sind echt cool. Also ich kann euch nur empfehlen, damit öfter zu spielen. Generiert eine Tonne Adrenalin. Ups. Vor allem wollte ich das Pferd bewegen, um auszuweichen. Stattdessen bewege ich das genau in den Schuss rein. Man kennt mich. Wie bekommt man die Quest einfach annehmen? Oh, jetzt ist es auch noch tot. Ach, nö. Was sagst du eigentlich zu Black Ops 4? Habe ich noch nicht gespielt. Ich habe tatsächlich, glaube ich, nur Call of Duty 1 gespielt und sonst nichts. Von daher. Wow. Bruder, was ist los?
Zockst du, du zocken AC3? Wahrscheinlich, also das Remaster werde ich mir mal reinziehen. Grüße gehen auf jeden Fall an den André. Und das Selfie, man kennt es noch. Ja, dann gehen wir mal dahin. Über den Felsbogen. Du überholst mich noch. Ach Quatsch. 2,3 Millionen, das ist nicht schlecht. Ja, sehr gut gemacht. Musa, die kommen wahrscheinlich noch mit den Episoden dazu. Ja. Es gibt ja 3 Episoden und 3 Skills. Also es wäre nur logisch, wenn wir mit jeder Episode einen neuen Skill kriegen. Episch. Epischer Ausblick. Und dann sind wir da unten. Hier kann man auch irgendwas nehmen, war das? Sieht auf jeden Fall lustig aus. Die Gedenkstätte. Naja, wie auch immer. Bin gerade erst dazugekommen. Wie findest du das DLC? Bisher finde ich es cool. Also es ist halt einfach eine Quest. Ja, also sind einfach Quests. Ist jetzt gameplaymäßig nichts Neues. War auch nicht zu erwarten, um ehrlich zu sein. Aber es macht halt einfach Spaß, ist eine gute Quest, bislang. Radioaktiv sagt, ich sei ein echt guter Gamer und er beobachtet mich seit langem. Vielen, vielen Dank. Und Fortime sagt, der Fortnite-Song sei nice. Danke dir, freut mich. Vielen Dank für eure Unterstützung auf jeden Fall. Ja, diese Twitch-Packs für Spiele finde ich immer total blöd. Da mache ich auch nicht mit. Momentan zumindest. Wenn du mein Problem nicht lösen willst, bin ich nicht interessiert. Oh, der Eichhorn. Die Söldnerin mit dem Adler. Ah, Cassandra, du bist da. Großartig. Noch jemand. Wenn ihr hier nichts Wichtiges zu erledigen habt, sollten wir unsere kleine Gruppe auflösen. Sind die krank? Und wer ist der Archon? Bitte, mir geht's gut. Ehrlich. Der muss sterben, oder? Wo wird der hingebracht? Wohin führst du ihn? Das geht dich nichts an, Söldnerin. Jedes Anzeichen von Krankheit muss ausgemerzt werden, um jeden Preis. Ja, moin. Du musst der Archon von Potidea sein. Erzählt mir von der Krankheit. Die Kunde scheint sich schnell zu verbreiten. Genau wie diese üble Plage. Diese Idioten stecken sich schneller an, als wir ein Heilmittel finden können. Ich hörte, es gäbe eine Ärztin in diesem Dorf. Wir suchen sie. Wer nicht? Diese Malakas ist auf der Suche nach Zutaten. Ich habe schon Männer nach ihr geschickt. Wenn du so viel Zeit für Geplänkel hast, warum hilfst du nicht einfach? Dann helfen wir. Diese Ärztin. Gut, tu das. Sie ist nie da, wenn man sie braucht. Wenn du sie nicht findest, brauchst du nicht zurückzukommen. Wenn du dir das einfängst, was hier grassiert, werde ich auf einem der Leichenkarren Platz machen müssen. Das ich werde natürlich nicht krank, ist doch klar. Ich finde diese Ärztin und bringe sie her. Besser wär's. Ihr müsst doch wissen, wo sich die Ärztin ungefähr aufhält. Diese Malakas ist in den Wald gegangen. Sie murmelte etwas von Zutaten. Eine Plage, ein niedergebranntes Dorf. Das ist auf keinen Fall Zufall. Das ist kein Zufall. Ich schaue mich um. So. Treffen wir uns wieder hin. Ich kümmere mich jetzt. Bitte, beeil. So, gönnen wir uns das. Geheimnisvolle Krankheit, Level 52. Dann mal auf zur lieben Ärztin. Fortnite werde ich wahrscheinlich nicht streamen. Ich spiele das auch gar nicht. Ich habe es mal gezockt, aber habe dann irgendwann aufgehört. So, das sieht ja schick aus hier. Boah, wir könnten das Schiffchen nehmen, aber lohnt sich glaube ich nicht so richtig. Wann kriege ich mein Selfie? Vielleicht auf der Gamescom oder so. Und nein, die erste Quest erscheint einfach so. Mach dir keine Sorgen. Durchzocken werde ich nicht. Ich werde gleich auf jeden Fall eine Essenspause machen. Bin schon relativ hungrig. Da überlege ich noch, ob ich den Stream dann ausmache. Oder
hab sie. Einfach AFK bin. Vorwärts. Finde die Ärztin. Oh nein. Ja, moin. Hauptsache. Danke. Diese Männer waren... Oh. Du bist die Adlerfrau. Wer ist das denn? Du musst die Ärztin aus Potidea sein. Der Archon sucht schon nach dir. Natürlich tut er das. Ich wusste doch, dass etwas nicht stimmt, als seine Wachen auftauchten und mich angriffen. Der Archon ist verrückt. Extreme Maßnahmen zu ergreifen. Das stimmt. Und obwohl ich seine Sorge um das Dorf gut verstehen kann, sollte das nicht auf Kosten Unschuldiger gehen. Sollte es auf gar keinen Fall. Noch nicht. Banditen haben meine Zutaten gestohlen und versteckt. Nur mit ihnen kann ich das Dorf retten. Ich werde dir helfen oder ich arbeite für Geld. Komm, wir haben genug Kohle. Ich besorge deine über 1 Million Drachmen. Wie erwartet bist du so gütig wie du. So. Wir besorgen das und los geht's. Wir sehen uns im genug Story, mehr zocken. Erreicht dein Schiff. Das ist echt das beste Schiff, oder? Da kann mir keiner was anderes sagen. Mein Real-Life-Name, Stefan. Adlermann klingt besser. Ja, geht. Hallo, sagt der Benjamin Kaskel. Hallöchen, Benjamin. Du wartest, bis das DLC durch ist. Du beginnst es erst, wenn alle Storys da sind, oder was willst du damit sagen? Lass mal die Banditenschiffe zerstören. Am meisten bin ich auf den neuen Krieger-Skill gespannt, weil sein Icon ziemlich interessant aussieht. Flügel und ein Blitz, was kann das sein? Das ist die gute Frage, die berechtigte Frage. Ich auch sehr gespannt. Habe ja kurz ein Video drüber gemacht. Weiß ich auch noch nicht so recht, was es ist. Und jetzt rein da! Ach, mit Q konnte man ja dodgen. Ich erinnere mich. So, können wir nochmal ran? Jo. Haben wir die schon fast platt gemacht? Entern oder spalten? Entern. Du hast eigentlich nicht groß was verpasst. Ja, den Fortnite-Song habe ich selbst gemacht. Ich habe so ein kleines Tonstudio. Wow. Moin. Sie haben Bock auf die Speere. Jetzt den noch. Wie heißt der? Trypho. Oh, ein interessanter Name. Schiffszustand wiederhergestellt. Schnell looten. Bevor hier alles untergeht. Dann haben wir auch schon das erste Schiff hier. Ach, das war ein Wal. So krass irgendwie. Immer noch beeindruckend, wenn die Teile auftauchen. Schön. Die schwarze Flagge verbrennen. Aufgabe abgeschlossen. War bestimmt irgendeine Piratenquest, oder? Das Kommando. So. Das DLC startet in Makedonien. Aber was ist denn jetzt? Kommando. Hallo. Ach, endlich. Manchmal gefühlt ein bisschen buggy auf jeden Fall. Kannst du mich grüßen? Grüße gehen raus. Hallöchen, NoSkill Gamer, schön dich hier begrüßen zu dürfen in diesem Livestream. Ich hoffe, dir geht's gut. Kostet das was? Ja. Wie lange ich Pause mache? Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, was ich esse, ob ich koche oder nicht. Vielleicht mache ich dann den Stream besser aus.
Da. Paar Speere. So, ballern wir mal weiter. Ups. Bam. Dann haben wir die auch gleich. Gefühlt sind die ein bisschen tougher auf jeden Fall. Gefühlt auf jeden Fall nur. Haben wir's? Jo, können wir entern. Gibt auf jeden Fall einen schicken Schatz. Klappt das? Ich hoffe doch. Schnell selbst gebufft. Wo wird's los? Das ist ein Elite-Perser. Der sah ja cool aus. Hätte ich gerne mal vom Nahen gesehen eigentlich. Aber gut, jetzt ist es zu spät. Haben wir beide Schiffe platt gemacht. Brief vom Banditenanführer. Questgegenstand. Haben wir das zweite Schiff gemacht. Oh, warte, da ist noch irgendwas. Oder... Ne, das geht jetzt unter, oder? Ja, ja, gut. Cool. Natürlich geht's mir gut und dir, sagt der Nosuke Gamer. Ja, mir geht's auch wunderbar. Ich zock Odyssey, geht's mir natürlich immer perfekt. So. Könnten wir eigentlich hinfahren mit dem Schiffchen. Kommando übernehmen geht wieder nicht. Es gibt viel zu tun und so viel Unbekanntes. Warum auch immer. Ah, jetzt geht's. Einmal eine Kehrtwende. Hast es geschafft, sehr gut. Junge will das jetzt auch zocken? Kannst du bald. Keine Sorge. Neue Map gibt's nicht. Ich weiß auch nicht, ob es überhaupt eine neue Map geben wird. Selbst mit dem zweiten DLC. Vielleicht kriegt man noch so eine unterirdische Stadt quasi, Atlantis, weiter ausgebaut dazu. Könnte ich mir vorstellen. Könnte genauso gut sein, dass es nicht kommen wird. Bin mal gespannt. James Bond sagt OP. Ja, auf jeden Fall. So, docken wir mal an. Der Abstand zwischen den Teilen soll 6 Wochen sein, ungefähr. Also Mitte Januar, zweiter Teil. Und dann 6 Wochen später nochmal. Beste Lieder. Wo bleibt Kreta? Kreta ist im Süden. Das ist im Rahmen der normalen Story enthalten. Du hast uns vergiftet! Wie erwartet, die Ärztin ist an allem schuld. Beruhigt euch alle. So sieht's aus. So, liebe Freunde, und jetzt machen wir kurz einen Cut. Ich würde sagen, ja, hallo Viking Rick, schön, dass du da bist. Ich speichere hier mal eine Runde. Dann sehen wir uns gleich hoffentlich wieder. Schätzung 30 bis 60 Minuten werde ich jetzt kochen und essen und so. Und dann sehen wir uns hoffentlich so um, sagen wir mal, 18.40 Uhr bis 19.10 Uhr wieder. Schaut gerne nochmal vorbei und dann Dankeschön fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart bislang und ich freue mich auf gleich.